Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier zeige ich, wie man ein Fliegengitter bzw. genauer ein Alu-Insektenschutzfenster montiert und am Fensterrahmen anbringt. Mein Alu-Fliegengitter stammt vom Discounter. Die hier gezeigte Montage lässt sich aber auch auf andere Fliegengitter übertragen. Das Grundprinzip ist normalerweise immer das gleiche. Im ersten Schritt müssen wir die sogenannte lichte Breite und Höhe des Fensters messen, das heißt den horizontalen und vertikalen Innenabstand des geöffneten Fensters. Die Werte notieren wir uns, da wir sie später noch benötigen. Ich habe 120,5 cm in der Breite und 123 cm in der Höhe gemessen. Beim Messen mit dem Maßband, wie hier gezeigt, nicht vergessen, die Länge des Maßbands zu den abgelesenen Werten zu addieren. Im nächsten Schritt kürzen wir die vier Alu-Profile. Das geht beispielsweise mit einer Metallsäge und einer Gärungslade für einen geraden Schnitt. Zunächst die beiden Profile für die Höhe. Von dem gemessenen Wert am Fenster ziehen wir den in der Aufbauanleitung angegebenen Wert ab. Bei meinem Alu-Insektenschutzfenster sind das 1,4 cm. Bei anderen Modellen wird der Wert abweichen. Die beiden Profile für die Höhe habe ich also auf 121,6 cm gekürzt. Die Schnittkanten können wir mit einer Metallfeile etwas entgraten, sodass sie nicht mehr so spitzkantig sind. Auch die beiden Metallprofile für die Breite müssen entsprechend gekürzt werden. Hier sollen bei diesem Alufliegengitter 3 cm von dem gemessenen Wert abgezogen werden. Bei mir gibt das also eine Länge von 117,5 cm. Als nächstes messen wir am Fenster die Blendrahmenstärke, wie hier zu sehen. Bei mir 1,8 cm. Dann biegen wir die vier Einhängewinkel auf die entsprechenden Maße. Zwei Einhängewinkel sind für die Befestigung oben und zwei für die Befestigung unten am Fensterrahmen. Für die oberen Einhängewinkel sollen bei diesem Fliegengitter 0,9 cm zu dem gemessenen Wert addiert werden. Bei mir gibt das also 2,7 cm. Für die unteren Einhängewinkel werden 0,4 cm addiert, also insgesamt 2,2 cm. Die Winkel werden in die beiden Biegeschablonen eingeschoben und dann beim passenden Maß um 90 Grad nach unten gebogen. Das machen wir für alle vier Einhängewinkel. Im nächsten Schritt wird die Dichtungsbürste auf die passende Länge zurechtgeschnitten. Jedes der vier Metallprofile bekommt eine Dichtungsbürste. Die Anleitung verrät, wie viel Zentimeter zu dem gemessenen lichten Fenstermaß addiert werden sollen. Für die beiden Höhenprofile sind das bei diesem Typ 4,1 cm und für die beiden Breitenprofile jeweils 2,1 cm. Die Dichtungsbürste kann mit einer Schere gekürzt werden und anschließend in die Aluminiumprofile eingezogen werden. Wenn das für alle vier Profile passiert ist, können wir als nächstes die Viereckverbinder heraussuchen. Das sind die unteren Eckverbinder und das sind die oberen Eckverbinder. In die linke obere Ecke führen wir einen der langen Einhängewinkel ein. Anschließend setzen wir die Feder in den Kunststoffstift ein und platzieren diesen in der dafür vorgesehenen Einkerbung. Dasselbe machen wir für die rechte obere Ecke. Wenn der Stift mit der Feder nicht richtig sitzen bleibt, ist das nicht schlimm. Darum kümmern wir uns gleich. Die beiden verbleibenden Einhängewinkel werden in die beiden unteren Ecken eingelegt. Befestigt werden die Winkel erst im nächsten Schritt durch die Aluprofile. Dafür fangen wir beispielsweise mit der linken oberen Ecke an und führen das Metallprofil in den Eckverbinder ein. Dabei müssen wir darauf achten, dass der Einhängewinkel und die Feder mit dem Stift im Profil verschwinden. Dadurch werden sie fixiert. Die Ecke kann vorsichtig mit einem Gummihammer oder alternativ auch mit der Rückseite vom Schraubenzieher auf das Profil geschlagen werden. Die Dichtungsbürste wird komplett in die Ecken eingeschoben. So gehen wir jetzt Stück für Stück für alle vier Ecken des Fliegengitterrahmens vor. Bei den beiden unteren Ecken gibt es keine Feder, lediglich die Einhängewinkel. Im nächsten Schritt werden die vier Klemmleisten auf die entsprechende Länge gekürzt. Die Klemmleisten fixieren das Fliegengittergewebe am Rahmen. Auch hier verrät die Aufbauanleitung, wie die Länge zu ermitteln ist. Wenn die vier Klemmleisten entsprechend gekürzt sind, wird im nächsten Schritt das Gewebe auf die Innenseite des Rahmens gelegt. Dann fangen wir an, die Klemmleisten in die dafür vorgesehene Nut der Metallprofile zu drücken, wodurch das Gewebe am Rahmen befestigt wird. Bei den beiden Höhenprofilen setzen wir jeweils noch einen Haltegriff mit in die Nut ein.
Er wird durch die Klemmleiste fixiert. Die kleinen Griffe sind später für die Montage nützlich, um das Fliegengitter von innen halten zu können. Das Gewebe sollte faltenfrei gespannt werden. Dafür ist es in der Regel ausreichend, das Gewebe ordentlich auf den Rahmen zu legen. Ein zusätzliches Spannen ist nicht nötig. Durch die Klemmleisten spannt sich das Gewebe von selbst. Zusätzliches Spannen kann dazu führen, dass sich der Rahmen verzieht. Wenn das Gewebe mit den vier Klemmleisten gespannt ist, können wir mit einer Schere oder einem Cutter das überflüssige Gewebe abschneiden. Der Insektenschutz ist jetzt fertig montiert und kann im nächsten Schritt in das Fenster eingehangen werden. Dafür führen wir das Fliegengitter schräg durch das geöffnete Fenster nach außen. Der Fliegengitter-Alurahmen muss von außen auf dem Fenster aufliegen. Dann können wir zunächst die unteren beiden Einhängewinkel auf dem Blendrahmen hängen, sodass das Gitter unten festsitzt. Dann kann der Rahmen mit den Haltegriffen oben herangezogen werden. Die Federn müssen dabei heruntergedrückt werden, sodass der Einhängewinkel nach innen gelangt und am Blendrahmen fixiert werden kann. So sieht das fixierte Alu-Insektenschutzfenster oben am Rahmen aus. Und so unten. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert auch gerne meinen Kanal, um in Zukunft keine Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.